Dominik hier, moin. Im folgenden Video geht es darum, wie verwalte ich mehrere Audiospuren in iMovie. Bevor es losgeht, geht ihr einmal in iMovie Einstellungen und stellt sicher, dass ihr hier unter Allgemein den Haken Erweiterte Werkzeuge anzeigen gesetzt habt. Warum sieht mein iMovie hier anders aus als euer iMovie? Dazu geht ihr am besten in meinem Kanal und schaut euch die iMovie Playlist an. Ich habe in den ersten Teilen zur iMovie Videoreihe gezeigt, wie ihr iMovie etwas so aussehen lasst wie Final Cut Pro 10. Ich habe ja schon mal einen Clip vorbereitet und zwar ist das einmal hier aus einem Flugzeug heraus mit der Original-Audiospur und einer weiteren Audiospur hinzugefügt. Ihr seht, ihr hört da den Sound direkt vom Flieger, das also was mit der Kamera aufgenommen wurde, und einen Hintergrundsound. Möchte ich mir jetzt an dieser Stelle die Audiospuren detaillierter anzeigen, dann klicke ich auf den Button hier unten Audio-Wellenform ein- und ausblenden und ihr seht, jetzt sehe ich schon detailliert, dass sich hier im Videoclip einerseits eine Audiospur befindet und zum anderen eine weitere Audiospur hier unten. Möchte ich jetzt noch eine Audiospur hinzufügen, beispielsweise aus den iLife Toneffekten, dann klicke ich hier auf den Button Übersicht für Musik und Toneffekte und kann hier in den mitgelieferten iLife Toneffekten mir beispielsweise einen Toneffekt hier rüberziehen. Und ihr seht, was passiert. Ich habe hier einmal die Möglichkeit, wie ihr seht, dass es komplett grün ist. Was bedeutet das? Das komplett grün bedeutet, er würde diese Audiodatei als Hintergrundmusik nutzen für den gesamten Film, was ich nicht möchte. Deswegen gehe ich etwas hier an diese Stelle, achte darauf, dass eben dieses Grün nicht erscheint und lasse dann los. Und ihr seht, nun fügt ihr mir diese Audiospur hier ein, wo ich losgelassen habe, also wo ich möchte. Und ich habe jetzt insgesamt drei Audiospuren. Einmal original vom Film, einmal eine hinzugefügte und nochmal eine hinzugefügte. Ich könnte jetzt die soeben hinzugefügte hier verändern, wie ich möchte, an die Stelle, wo ich es eben haben will in meinem Film. Beispielsweise hier, ob das jetzt passt oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Es geht ja nur ums Zeigen. Und ich könnte sie auch hier hinten noch einmal anpassen von der Länge, indem ich es eben auf die Größe ziehe, wie ich es möchte. Jetzt möchte ich beispielsweise nur den Effekt vom Anfang haben, diesen Anfangseffekt haben, an beispielsweise dieser Stelle hier. Nochmal. Ich habe also diese Audiospur ganz einfach durch Verschieben jetzt geschnitten auf eine Länge, wie ich es haben möchte. Aber das gefällt mir noch nicht ganz so. Ich möchte jetzt genau in dieser Audiospur die Lautstärke erhöhen. Das heißt, ich kann die markieren, sage A, Taste A, um eben die Informationen Audio einzublenden und kann hier die Lautstärke stark erhöhen. Ich könnte das Ganze auch hier unten an dieser Linie hier machen. Also direkt in der Audiospur, so wie ich möchte, die Spur erhöhen. Und jetzt hört sich das schon viel besser an, also lauter, sodass der Toneffekt, den ich hier gemacht habe, deutlich besser zur Geltung kommt. Das könnt ihr beispielsweise, wenn ihr Schritte einfügt, also das Schrittgeräusch von Schuhen in einen Film, dann könnte man hier das ganz genau anpassen. Ebenfalls durch das genaue Verschieben, wo der Schritt dann stattfinden soll, könnte man das hier anpassen. Dann möchte ich jetzt hier an meinem zweiten Audioclip, ich gehe mal wieder auf die Taste A, wenn ich ihn markiert habe, diesen leicht einblenden und ausblenden, also dass er nicht sofort beginnt, sondern ganz langsam eingefadet wird sozusagen. Und ich mache hier mal bewusst ein bisschen mehr, damit man das gleich noch besser sieht. Einmal fertig. Und ihr seht schon, hier hat sich nun dieser kleine Pönöpel hier, dieser kleine Schalter bewegt. Das kann ich auch direkt hier in der Audiospur machen, dieses Fade-In oder eben in Informationen Audio, wie ich gerade gezeigt habe. Und ich zeige euch mal, wenn ich das ganz extrem mache.
Es wird also ganz langsam meine zweite Audiospur hier eingefadet. Also es wird von leiser langsam die Lautstärke erhöht. Jetzt möchte ich einmal von der Hauptfilmspur Audio trennen, indem ich rechte Maustaste Audio trennen sage. Und dann kann ich nämlich hier die Audiospur getrennt von meiner Videospur verwalten. Das heißt, ich kann auch jetzt die Audiospur, die ja eigentlich zum Film gehört, verschieben, wenn ich das möchte. Das passt sich dann gegebenenfalls von Sprachdialogen nicht mehr. Das heißt, die Lippenbewegungen sind nicht mehr synchron. Aber in meinem Fall sieht man gar keine Menschen- und Lippenbewegungen. Und ich kann das hier jetzt verändern. Ihr seht schon, ich kann also die Szene so anpassen, wie ich das möchte, egal ob es der Realität entspricht oder nicht. Und das, obwohl diese Audiospur eben zu dem Film gehört. Ich könnte die jetzt auch schneiden und sagen, hey, so viel Gerede von der Stewardess im Hintergrund möchte ich gar nicht. Ich schneide mir das einmal zurecht, setze mir das hier in die Mitte, das reicht mir völlig aus. Und zwar, wenn meine Musik hier spielt. So stört nämlich der Originalsound, wo die Stewardess die ganze Zeit hier redet, nicht meine Komposition von dem Video. Das ist aber noch ein bisschen leise, finde ich. Und wenn ich jetzt hier einmal auf die Audiospur klicke, die Original-Audiospur von dem Film, von dem Videoclip und die Taste A drücke, dann kann ich hier Clip-Lautstärke normalisieren sagen. Das heißt, er passt diese jetzt den anderen Lautstärken hier in meinem Projekt an. Oder ich gehe eben in die Audiospur und erhöhe diese wieder stärker, damit die mehr zur Geltung kommt, wie mir das am besten gefällt. Das gleiche gilt hier für ein Einfaden, das heißt, ich möchte hier, dass das mehr ein Fade-In ist hier. So könnt ihr hier mit mehreren Audiospuren umgehen. Ich könnte jetzt hier auch diese wieder verändern an diese Stelle, wo ich eben das haben möchte. Und auch noch einen weiteren Clip einfügen. Ich gehe jetzt mal hier, wähle mir diesen Teil hier aus und ziehe ihn auf meinen Clip in der Projekt-Timeline hinein, lasse los und sage Ausschnitt. Dann habe ich hier jetzt zusätzlich die Audiospur von dem zweiten Videoclip, den ich eingefügt habe. Ich markiere diesen, drücke wieder die Taste A und kann jetzt Ducking sagen. Das bedeutet, während dieser Clip hier läuft, den ich gerade eingefügt habe, werden alle anderen Clips hier von der Lautstärke heruntergesetzt. Das heißt, das ist dann mein primärer Clip, der im Vordergrund steht von der Lautstärke her. Seht schon, viel Spannendes ist da nicht passiert. Es ist einfach ein rollendes Flugzeug. Aber mit dem Ducking könnt ihr eben den Clip, den ihr primär von der Handlung sehen und hören wollt, in den Vordergrund rücken, respektive die anderen Clips in den Hintergrund. Ihr könnt auch sagen, diese Stelle hier, ich markiere das mal ein bisschen, wo die Stewardess das Reden anfängt, das ist mir wichtig, dass das gut zu hören ist. Ich markiere also hier den Teil in der Audiospur von dem Hintergrundlied, was ich hier habe, und setze es manuell etwas runter auf 48%, was auch immer. Und ihr seht schon, es fängt langsam an, die Lautstärke hier zu senken. Dann ist er auf diesen 48% und geht dann wieder hoch. Und damit hört man natürlich die andere Audiospur an dieser Stelle deutlicher. Das heißt, gerade wenn die Stewardess das Reden hier anfängt, habe ich den Clip, der überlagert wird oder auch darunter sich befindet, etwas heruntergesetzt. Das müsst ihr natürlich manuell anpassen. Ziehe ich jetzt noch einen Clip hier rein, dann habe ich noch eine weitere Audiospur hier. Die könnte ich wieder ganz laut machen und sage auch bei dieser hier, Achtung,
Da, wo die Stewardess das Reden anfängt, möchte ich es etwas leiser haben, auch wenn der Audioclip hier gerade erst beginnt. Auch hier möchte ich ein bisschen schneiden noch. Das heißt, ich ziehe das genau auf die Cliplänge von dem Hauptclip hier zurecht. Auch den oberen, das passt mir so nicht. Und so habe ich jetzt die Audioclips hinten eben angepasst. Ja, so funktioniert ein bisschen der Umgang mit mehreren Audiospuren in iMovie. Das heißt, ihr könnt hier wirklich zusammen basteln, was ihr möchtet. Ihr könnt andere Clips in den Vordergrund rücken. Ihr könnt Teile, wie ich hier gezeigt habe, leiser machen. Ihr könnt ganz einfach die Audioclips auch in der Länge so beschneiden, wie ihr das möchtet. Ich könnte auch den Clip, den ich vorhin beschnitten habe, einfach wieder etwas länger werden lassen, weil ich habe ja nur seine Länge verändert und nichts Destruktives hier vorgenommen an Schnitten. Oder eben die Original-Audiospur so zurechtschneiden oder verschieben, wie ich das hier möchte. So kann man ganz genau in der Timeline von iMovie die Audioclips verwalten und ganz nach eurem Geschmack anpassen. So viel erstmal dazu, wie gehe ich mit mehreren Audiospuren in iMovie um. Für mehr Videos zum Thema iMovie schaut auch in meinen Kanal. Dort befindet sich eine Playlist mit vielen iMovie-Videos. Und auf idomix.de findet ihr das Ganze natürlich auch nochmal im Videoarchiv. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.